Du hast immer wieder Sodbrennen oder Reflux, vielleicht auch ein Völlegefühl, einen Druck in der Magengegend, dass dir vielleicht sogar ein flaues Gefühl entgegenkommt, dir übel ist oder du ja das Gefühl hast, fast schon erbrechen zu müssen. Das sind alles Symptome, die für den Magen sprechen. Der Magen liegt an der linken Körperseite unterhalb des Zwerchfells ungefähr auf dieser Höhe und kann diese Symptome auslösen. Gerade Sodbrennen beschäftigt viele, viele Menschen und wir möchten in diesem Video noch einmal näher darauf eingehen, warum du bei einer Magenproblematik dich unbedingt auch um deine Wirbelsäule kümmern solltest. Denn für dich ist es ganz wichtig, einmal was den Magen betrifft, an die Organe zu denken, denn der Magen hat Kontakt mit vielerlei Organen, zum Beispiel nach hinten mit der Milz, zur Seite auf der rechten Seite in Richtung Leber, aber auch in Richtung Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm. Das sind alles Kontakte, die organisch zum Beispiel wichtig sein können. Aber gleichzeitig hat der Magen auch eine Etage darüber direkten Kontakt zum Zwerchfell. Und da kann auch ein zum Beispiel durch Anspannung, Stress oder falsche Körperhaltung sehr angespanntes Zwerchfell für eine Magenproblematik sprechen oder Schwierigkeiten in der Verdauung machen, dass du immer wieder aufstoßen musst oder vielleicht auch das Gefühl hast, ah Mensch, Sodbrennen oder Reflux beschäftigen dich. Deswegen ist es einmal wichtig, dass du dein Zwerchfell entspannst. Da zeigen wir dir gleich nochmal eine kleine Übung, wie du dein Zwerchfell effektiv und schnell entspannen kannst. Auf der anderen Seite sollst du, wie am Anfang schon gesagt, auch gerade an deine Brustwirbelsäule, aber auch an deine Kopfgelenke denken. Warum? Denn natürlich wird der Magen über Nerven versorgt und jede Funktion wird auch über Nerven gesteuert. Und im vegetativen Nervensystem gibt es zwei unterschiedliche Anteile. Deswegen musst du auch an zwei Bereiche in der Wirbelsäule denken. Denn der fünfte, gerade aber auch der sechste, der siebte Brustwirbel und die anhängenden Rippen sind für dich ganz besonders interessant. Denn dort sitzt der sogenannte Nervus splanchnicus major. Ein Nerv, der unter anderem den Magen, aber auch die Leber, Gallenblase, Milz, die Bauchspeicheldrüse zu teilen, nämlich den Kopf der Bauchspeicheldrüse und einen Teil des Zwölffingerdarms versorgt mit Nerven. Und wenn dort eine Bewegungseinschränkung in der Brustwirbelsäule sich befindet, kannst du dir vorstellen, dass der nervale Impuls entweder schwieriger ankommt oder falsch ankommt, sodass dein Magen in der Funktion schon mal gehemmt ist. Deswegen kümmere dich um deine Brustwirbelsäule. Zeigen wir dir gleich auch nochmal eine einfache Übung. Auf der anderen Seite auch an die Kopfgelenke denken, denn hier oben sitzt der Hirnstamm. Und wie Tobias es in einem der letzten Videos in Richtung Magen- und Schulterschmerzen oder auch Schwindel gesagt hat, darfst du auch an die Kopfgelenke denken, denn dort entspringt der sogenannte Nervus vagus, der zehnte Hirnnerv. Ein ganz besonders wichtiger Nerv, weil er als Eingeweidenerv bezeichnet wird. Denn er versorgt zum Beispiel auch gerade die genannten Organe mit parasympathischen Nervenfasern. Parasympathische Nervenfasern sind dafür da, um Energie zu gewinnen, Verdauung zu gewährleisten. Also auch da nochmal an deine Kopfgelenke denken, die zu mobilisieren, frei beweglich zu halten, genauso wie den fünften, sechsten und siebten Brustwirbel. Und wie geht das? Drei einfache Übungen zeigen wir dir jetzt. Wir beginnen erstmal mit der Entspannung des Zwerchfells. Du legst die Hände hier auf den Rippenbogen, kannst ganz eng greifen, kannst aber auch etwas weiter greifen. Das entscheidest du, je nachdem, wo es für dich am angenehmsten ist. Und versuchst mit der Einatmung die Rippen nach außen oben zu begleiten. Bei der Ausatmung hältst du die Position. Bei der nächsten Einatmung versuchst du nochmal etwas die Rippen zu spreizen. Das Ganze versuchst du, bis du keinen Weggewinn mehr von den Rippen hast. Und bei der nächsten Ausatmung lässt du dann locker. Einatmen mitgehen, ausatmen halten. Einatmen mitgehen, ausatmen halten. Und dann entspannt lösen. So schaffst du eine Entspannung für die Zwerchfellkuppeln, die letztendlich auch direkten Kontakt gerade auf der linken Seite mit dem Magen auch haben. Du kannst nochmal einen Zusatz nehmen, dass du bei der Ausatmung nicht nur hältst, sondern mit den Fingern leicht nach unten unter die muskulären Strukturen des Zwerchfells gehst, um die Muskelfaser noch mehr zu entspannen. Schau aber, dass es nicht noch zusätzlich in Druck im Magen letztendlich dann ausartet, sondern die Übung soll halbwegs angenehm sein. Es ist natürlich auch erstmal ungewohnt, überhaupt dort unter die Rippen zu greifen. Probier das gerne. Übung Nummer 2 ist mit der Faszienrolle. Das geht am schnellsten und am einfachsten, wenn du dir den Bereich suchst.
gerade was die einzelnen Brustwirbel betrifft. Das heißt, 5., 6., 7. Brustwirbel. Du platzierst die Rolle zwischen den Schulterblättern. Da kannst du dir das ungefähr vorstellen, wo der 5. bis 7. Brustwirbel liegt. Und lässt das Gesäß erst einmal liegen. Versuchst dann, die Hände hinter den Kopf zu nehmen und dich einfach mit der Einatmung über die Rolle zu strecken, zwischen die Schulterblätter zu atmen und dich immer weiter nach unten zu arbeiten. Das vergrößert nochmal die Streckung in den einzelnen Brustwirbeln und löst wunderbar über die Atmung auch nochmal Anspannung im Brustkorbbereich. Wenn dir das nicht reicht, kannst du gerne auch nochmal das Gesäß anheben und dort zwischen den Schulterblättern mit der Faszienrolle arbeiten, also wirklich ausrollen. Suchst dir die Punkte, die vielleicht auch am intensivsten sind, bleibst dort und rollst langsam vor und zurück, um diesen Bereich zu lösen. Für die Kopfgelenke und den sogenannten Nervus vagus, der im Hirnstamm liegt, nutze ich die kleine Rolle. Da kannst du dich nochmal daran orientieren, Hinterkopf und ab Hinterkopf fällst du in so eine leichte Kuhle. Da platzierst du die Faszienrolle und kannst über ein leichtes Doppelkinn Druck ausüben. Und wenn du den leichten Druck nimmst, rotierst du den Kopf nach rechts und nach links und kannst so nochmal die Kopfgelenke gut mobilisieren. Du bestimmst über deinen Druck, wie intensiv die ganze Übung ist, aber kannst wirklich da wunderbar für deine Kopfgelenke und damit indirekt auch für den Nervus vagus arbeiten. Das waren drei einfache Übungen und du siehst, du kannst das immer und jederzeit zu Hause versuchen. Es muss nicht lange sein, sondern wichtig ist, dass du dich um die Mobilität einmal deines Zwerchfells, aber auch deiner Brustwirbelsäule und deiner Kopfgelenke kümmerst. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, Hauptsache regelmäßig 3-4 Mal in der Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Wir versuchen, wie du siehst, Verbindungen zu schaffen. Das heißt, dass du bei einzelnen Symptomen, zum Beispiel was den Magen betrifft, aber auch an deine Wirbelsäule denkst oder an andere Strukturen, die letztendlich die Ursache dafür sein können. Also wir hoffen, wir konnten dir da nochmal eine Hilfestellung geben und freuen uns dementsprechend auch schon wieder aufs nächste Video mit dir.